Hallo Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Theologo. Aus unserer Reihe Theologie kompakt im Grundkurs zur Theologie sind wir heute beim Thema Jesus. Ihr seht noch hier hinter mir die Struktur unserer 10 Themen, die wir da haben. Heute die erste Folge zum Thema Jesus Christus. Man könnte natürlich auch sagen, Jesus von Nazareth, ist das eigentlich ein Unterschied, ob man von Jesus als Jesus Christus oder Jesus von Nazareth redet? Und da sind wir gerade bei einer ganz wesentlichen Unterscheidung für eine wissenschaftliche Auseinandersetzung mit der Person Jesu. Es ist nämlich eine wesentliche Sache, ob man Jesus aus einer Perspektive betrachtet, die voraussetzt, dass man zum Beispiel an ihn glaubt, wenn man sich im Bereich der christlichen Kirche und christlicher Dogmatik mit ihm befasst. Oder ob man sagt, Jesus ist auch eine Person, die einfach aus geschichtlich-historischer Perspektive von Interesse ist, so wie ein Julius Caesar und andere Personen der Antike oder der Weltgeschichte von Interesse sind. Oder dass man selber einen gewissen Glauben oder eine Dogmatik im Hintergrund damit verbindet. Und das hat dazu geführt, dass man in der wissenschaftlichen Forschung unterscheidet zwischen dem sogenannten historischen Jesus, also einer Herangehensweise, die Jesus betrachtet als eine, ich nenne es jetzt mal salopp, normale Person der historischen Geschichte. Und auf der anderen Seite dem verkündigten Christus, also dem Jesus Christus, und Christus ist ein Hoheitstitel und kein Nachname an der Stelle, aber da kommen wir in der nächsten Folge dann noch zu. Also an Jesus Christus, an den man glaubt, weil man ihn zum Beispiel für den Auferstandenen hält, weil man von ihm Dinge sagt, die man sonst von anderen historischen Personen nicht sagen würde, zum Beispiel, dass er der Sohn Gottes ist und so weiter. Also heute geht es einfach darum, dass man in der historischen Wissenschaft, in der historischen Forschung, also auch in der Forschung zum Beispiel des Neuen Testaments, sich mit Jesus so befassen kann, dass man ihn betrachtet wie ganz normale Personen der Weltgeschichte und ganz normale Wissenschaftler das machen würden. Das Standardwerk zu dieser Art Herangehensweise ist von Gerd Theiss und Annette Merz, der historische Jesus. Ich habe hier eine etwas ältere Auflage, die ganz neueste sieht ein bisschen anders aus. Das ist ein ganz dickes Buch, also man kann ganz viel zu Jesus sagen und man wird merken, an der einen oder anderen Stelle wird man aus historischer Perspektive vielleicht Fragezeichen an das machen, was man so aus der kirchlichen Theologie-Perspektive von Jesus sagen würde. Wenn man jetzt nicht so ein ganz dickes Buch lesen will, das ist natürlich auch ein Thema für den Religionsunterricht in der Oberstufe. Ich habe hier mal so ein Oberstufenbuch mitgebracht. Und da ist auch zum Beispiel auf einer Seite zusammengefasst, was man heute von Jesus wissen kann, wenn man ihn als Person der historischen Geschichte versteht. Es gab nämlich mal eine Zeit, so in der überkritischen Phase der Theologie, da hat man gesagt, ja, also die Berichte der Bibel, die sind alle so überfremdet von Glaubenseinstellungen, von dogmatischen Herangehensweisen. Also da ist fast nichts wahr dran. Also so weit ist man heute nicht mehr, sondern man hat doch auch ein gewisses Zutrauen zu den Originaltexten. Auch andere Quellen aus dem Umfeld des Neuen Testaments und der Antike hat man da gefunden und aus denen kann man Rückschlüsse ziehen. Und so würde ich euch heute mal 10 Fakten nennen, die man wirklich eigentlich wissen kann. Und vielleicht noch 2 Vorbemerkungen, bevor wir zu den Fakten kommen, wie man das Leben Jesu in seiner Zeit, in seiner Umwelt verstehen kann. Also erste Vorbemerkung zum Kontext. Die Zeit, in die Jesus hineingeboren wird, ist die Zeit der römischen Weltherrschaft. Die Römer haben viele Länder besetzt, so auch das Land, was später Palästina heißen wird. Sie erheben Steuern, diese treiben sie selber nicht ein, sondern lassen das Kollaborateure aus dem Bereich der jüdischen Bevölkerung tun. Sowohl die Römer als auch diese Zöllner, Zolleinnehmer, Kollaborateure sind natürlich verhasst und die Römer halten sich auch in gebührendem Abstand, sind aber auch relativ brutal, wenn es darum geht, Frieden und Ordnung durchzusetzen. Dieses wird ja auch Jesus dann am Ende seines Lebens zu spüren bekommen. Kontext 2, die zweite Vorbemerkung. In dieser Zeit der römischen Besatzung sehnen sich viele im Judentum danach, dass Gott einen Retter schicken möge. Man hat die Erinnerung, es gab doch mal bessere Zeiten, goldene Zeiten, König David, König Salomo. Dann hat Gott auch immer wieder Richter gesendet in der Vergangenheit des Volkes Israels, die von Unterdrückern befreit haben. Und so hofft man auf wieder einen neuen Gesalbten, einen sogenannten Messias. Und das ist einfach der Begriff Christus im Lateinischen. Also so hofft man auf einen Christus, einen Messias. Und es gibt auch andere historische Zeugnisse über andere Personen, von denen man erhofft hatte, dass sie eben einen Aufstand gegen die Römer anführen würden. Es gibt auch eine Gruppe, die Zeloten, die also gewaltbereit sind und nur darauf warten, dass sich der richtige Anführer zu ihnen gesellt. Es wird auch berichtet im Neuen Testament, dass unter den
Anhängerschaft Jesu solche Zeloten sich aufgehalten haben, die wohl gehofft hatten, dass Jesus auch so einen Aufstand anführen wird. Daneben gibt es zwar auch andere Gruppen wie die Pharisäer, die weniger auf Gewalt setzen, sondern denken, dass Gott dann das Volk Israel befreien wird, wenn es die Tora, also das Gesetz des Moses, wieder einhalten wird. Okay, kommen wir jetzt zu den 10 Fakten. Erstens, Jesus wird geboren in der Spätzeit des Herodes des Ersten, also als seine Regierungszeit so zu Ende geht. Seine Regierungszeit sind so 37 bis 4 vor Christus. Und da mag man jetzt schon mal stutzen, weil normalerweise denkt man, Jesus ist im Jahre 0 geboren, da beginnt auch unsere Zeitrechnung. Wir haben aber herausgefunden, dass bei dieser Datierung der Geburt Jesu auf das Jahr 0 im Prinzip bestimmte Verrechnungsfehler vorliegen. Und wahrscheinlich muss man das Jahr seiner Geburt nach unserer heutigen kalendarischen Rechnung eher auf das Jahr so etwa 6 vor Christus verlegen. Also Jesus wird geboren mit dem Namen Jesus, Jeshua, der Retter bedeutet das. Diesen Namen bekommt er. Und jetzt sagt die historische Forschung an dieser Stelle zum Beispiel, dass zwar die Bibel berichtet, dass er in Bethlehem geboren wird, dass das vielleicht aber auch eine Tradition ist, die erst später dazugekommen ist, in dem Evangelium, was man als das älteste hält, nämlich in dem Markus-Evangelium. Da haben wir diese Geburtsgeschichten gar nicht, sondern nur im Matthäus- und im Lukas-Evangelium. Und manche Forscher, in Deutschland eher viele Forscher vielleicht, die sagen dann, naja, das sind eigentlich Legenden, die dazugekommen sind, nämlich in dem Interesse, dass man alttestamentliche Weissagungen, die auf Bethlehem als Geburtsstadt des Messias hinweisen, um diese auf Jesus hin zu deuten und passend zu machen. Wie dem auch sei, das wäre jetzt halt nämlich eine Frage, betrachten wir Jesus rein historisch, dann würde man vielleicht sagen, aus historischer Perspektive bleibt die Frage offen, ist der Geburtsort jetzt Bethlehem oder Nazareth, welche Quellen sind jetzt glaubwürdig, welche nicht. Aus der Perspektive des verkündigten, geglaubten Christus, man denke nur an Weihnachtsgottesdienst, ist dieser Jesus Christus dann eher der, der eben in Bethlehem geboren wurde. Also da seht ihr schon mal so einen Unterschied, wenn man an diese Frage, an dieses Detail aus der Perspektive reiner Wissenschaft herangeht, also ohne, dass man besondere Wunderhaftigkeiten da voraussetzt, Jungfrauengeburt und so weiter und so fort, oder ob man eben von einer kirchlichen Dogmatik her auch da Aussagen über Jesus macht. Jesus wird geboren als Sohn der Maria und des Josef. Josef, sein Vater, ist Zimmermann, also so kann man das oder wird das oft übersetzt. Für uns wäre heute vielleicht deutlicher zu sagen, er war sowas wie ein Bauhandwerker. Klar, er konnte viel mit Holz umgehen, aber im Prinzip war er so eine Art Generalunternehmer, der auch die kleinen Häuser, die man damals so baute, auch bauen konnte. Also ein Mittelding vielleicht zwischen Architekt, Bauhandwerker, Zimmermann für das Bauen kleiner Wohngebäude. Jesus hatte mehrere Geschwister, da gibt es auch verschiedene Bibelstellen und an dieser Stelle ist es wieder eine Frage der historischen Herangehensweise oder sogar hier der kirchlichen Konfession, denn als Protestanten können wir ganz leicht sagen, die Bibelstellen, die da von Jesu Brüdern, also 4 werden da sogar namentlich genannt und noch Schwestern, wir haben es leicht zu sagen, Jesus hatte so viele Geschwister. Wenn man jetzt aus der katholischen Tradition kommt, wo ja gilt, Maria war Jungfrau, nicht nur bei der Geburt Jesu, sondern ist es danach auch Zeit ihres Lebens geblieben. Da wird man sagen, die Texte, die muss man anders auslegen. Und dann kommt zum Beispiel jetzt die Frage natürlich der Sprachwissenschaft hinzu, dass man sagen kann, der Begriff, der dafür Bruder verwendet wird, der konnte auch Cousin bedeuten. Und das ist wieder eine Frage historischer Herangehensweise oder Jesus der Verkündigte oder gelehrte Christus. Und aus katholischer Perspektive würde man sagen, er hatte nicht Geschwister, weil nicht möglich, Jungfrau Maria, sondern er hatte Cousins, also Großfamilie. Okay, wie dem auch sei, so viel zur Jesu Geburt und seiner Familie. Zweitens, Jesu Kindheit und Jugend. Über seine Kindheit und Jugend ist nicht so viel an Details bekannt, aber was man so aus dem Kontext sagen kann, er hat auf jeden Fall den Beruf seines Vaters gelernt. Und dazu kommt, dass er auch eine elementare Bildung erhalten haben wird. Das ist immerhin schon was für die Antike ja nicht so selbstverständlich ist, aber das Judentum war eine Schriftreligion. Es war ganz wichtig, lesen und schreiben zu können, um auch die Tora, die hebräische Bibel lesen zu können, auch viele Texte auswendig zu lernen. Und so war Jesus im Prinzip für antike Verhältnisse immerhin ein einigermaßen gut gebildeter Jugendlicher oder später auch junger Mann, weil er lesen, schreiben und viele, also tiefgehende Texte auch verstehen konnte. Drittens, zur Zeit, als Jesus erwachsen wird, tritt Johannes der Täufer auf, der eine Bußbewegung anführt. Man rechnet mit dem nahen Eingreifen Gottes und die These Johannes des Täufers ist, dass es der Umkehr bedarf, um sich diesem Wirken Gottes auszusetzen und auch dem Gericht Gottes zu entgehen.
Die historischen Quellen berichten uns davon, dass als Zeichen der Umkehr getauft wurde. Das konnte man im Judentum durchaus auch mehrfach im Leben. Das hat eine etwas andere Bedeutung als jetzt bei uns im Christentum, die einmalige Taufe am Beginn des christlichen Lebens, sondern als Zeichen auch dieser Umkehr, der Abwaschung der Sünden und auch der Vergebung. Da konnte man getauft werden und auch Jesus ließ sich von Johannes dem Täufer taufen. Es kommt dann allerdings bald die Zeit viertens, dass Jesus als eigenständiger Wanderprediger auftritt, schon auch so ein bisschen dem Profil Johannes des Täufers verwandt, aber durchaus sehr eigenständig dadurch, dass er auch die Gnade Gottes viel stärker betont und dass er sich zuwendet, vor allem auch ausgegrenzten Menschen in Israel, dass er nicht wie Johannes der Täufer die Wüste sucht, die Einsamkeit, sondern dass er sich mitten ins Volk hineinbegibt, dass er auch Gemeinschaft und Festgelage nicht verschmäht, mit den verhassten Zöllnern und auch den Prostituierten zusammen ist, sodass ihm das sogar den Beinamen Fresser und Weinsäufer oder Freund der Fresser und Weinsäufer beibringt. Also das ist ja nun gerade kein Hoheitstitel und wird ja auch sonst in der Kirche eher selten erwähnt. Also Jesus verkündigt die Gnade Gottes für alles Volk und macht das durch auch seinen Lebensstil deutlich. Er erzählt von der Zuwendung und der Gegenwart Gottes, seinem Wirken in Gleichnissen und Geschichten, die Gott als liebenden und barmherzigen Vater darstellen. Dieses sein Wirken ist nicht nur in Predigt fassbar, sondern fünftens auch, dass er sich durch Wunder und durch Heilungen den Menschen zuwendet. Und das ist jetzt natürlich wieder eine spannende Frage für historische Forschung. In der sehr kritischen Phase historischer Forschung hat man grundsätzlich gesagt, sowas wie Heilungen, das passiert eigentlich nicht, deshalb konnte das auch bei Jesus nicht passiert sein. Und so wurden diese Geschichten, die auch das Neue Testament erzählt, oft rundheraus Jesus abgesprochen. Wir haben mittlerweile in einer etwas weiteren Feld der Forschung und der medizinischen Forschung, auch in einem etwas ganzheitlicheren Bild menschlichen Lebens, Berichte und auch bis hin zu Universitätskliniken, auch in großen namhaften Zeitungen. Ich erinnere mich an ein Dossier in der Zeitung Die Zeit, über das Phänomen von Spontanheilungen. Es ist also durchaus bekannt, dass es solche Phänomene geben kann und die auch berichtet werden, also seriös. Und wir dazu kommen, dass wir sagen, hier gibt es Phänomene, die wir zwar noch nicht ganz verstehen aus wissenschaftlicher Perspektive, die aber vielleicht im Bereich der Natur liegen. Und so ist man auch heute eher bereit zu sagen, dieser Bereich des Wirkens Jesu, den müssen wir ihm nicht absprechen, auch aus historischer Forschung nicht, sondern Jesus hat offensichtlich da über einen Zugang zu den Menschen innewohnenden Kräften gehabt und konnte Menschen da auch heil machen in einer ganzheitlichen Art und Weise, sodass er eben auch als Wunderheiler tätig war. Sechstens, Jesus ist aufgetreten als Lehrer der Tora. Er wird oft angesprochen als Rabbi, also heute würde man vielleicht sowas sagen wie ein Theologieprofessor, der also die Gesetze und die Traditionen des Judentums auslegte. Und besonders war bei ihm, dass er auf der einen Seite diese Gesetze verschärfte. Also man erinnere sich daran, dass er einlud, nicht nur Freunde und Volksgenossen zu lieben, sondern auch die Feinde zu lieben. Also durch dieses Gebot nicht nur der Nächsten, sondern dann auch weitergeführt hin zur Feindesliebe. Und dass er an vielen Stellen ganz radikal zum Beispiel auch von seinen Nachfolgern forderte, dass sie Besitz hinter sich lassen sollen, auch familiäre Bindungen zurücklassen sollten. Und das war für natürlich seine ersten Nachfolger auch wirklich konkret nötig, denn die sind dann mit ihm gezogen. Jesus kritisierte aber auch siebtens die Lehrtradition des Judentums, zum Beispiel wo es um Kultgebote ging, um Reinheitsvorschriften, und damit erntete er auch durchaus harten Widerspruch, zum Beispiel von den Pharisäern. Beim Sabbatgebot sagte er an einer Stelle mal, das ist es okay für seine Jünger ist, am Sabbat auch Ähren zu raufen, also Erntearbeit zu leisten, weil die eben Hunger hatten, und sagte ganz klar, also die Gebote sind für den Menschen da und nicht der Mensch für die Gebote. Dafür bekam er aber natürlich deutlich Kritik. Die spitzte sich zu, achtens, in einer radikalen Kult- und Tempelkritik. Der Tempel war der Ort, an dem man opfern musste, Gott opfern musste. Und Jesus auch durch symbolhafte Vertreibung, zum Beispiel der Händler und Geldwechsler aus dem Tempel, die ja nötig waren, damit man im Volk dann auch die Opfertiere kaufen und erwerben konnte,
Jesus vertreibt sie aus dem Tempel und macht deutlich, der Tempel ist vor allem ein Gebetshaus, aber beten kann man letztlich überall zu Gott und die Gegenwart Gottes ist überall erfahrbar, der Tempel eigentlich nicht mehr nötig. Diese Tempelkritik, Kultkritik führt nun neuntens dazu, dass er wirklich Gegenwind so weit bekommt, dass eben auch die Priesterschaft sich gegen ihn wendet, sein Todesurteil herbeiführen will. Nun hatte man unter der römischen Herrschaft als jüdische Bevölkerung oder als jüdische Obrigkeit selbst nicht das Recht, Todesurteile zu verhängen und zu vollstrecken. Und so wurde Jesus beim Statthalter Pilatus angezeigt, und zwar mit dem Vorwurf, er würde für Volksaufruhr, Volksverhetzung sorgen gegen die Römer. Das konnten natürlich die Römer gar nicht dulden. Pilatus greift durch, Jesus wird zum Tode verurteilt und dann auch am Kreuz hingerichtet. Datierung ist so Pontius Pilatus. Die Quellen sind da auf ein paar Jahre. Zwischen 27 und 33 nach Christus wird das gewesen sein. Letzter, zehnter Punkt. Das ist jetzt eher so eine Art Epilog. Was man historisch sagen kann, ist, dass die Jünger und Jüngerinnen, Jesus hatte auch Frauen in seiner Gefolgschaft, das war auch schon mal ungewöhnlich für so einen jüdischen Rabbi, die berichten, obwohl sie zunächst noch total geschockt, niedergeschlagen und kopflos waren, dass sie wenige Tage nach dem Tod Jesu, seiner Hinrichtung, Erscheinungen des Auferstandenen gehabt hätten. Jetzt kann man wieder sagen, historisch kann man sagen, wir wissen, dass es diese Zeugnisse gibt, die von Erscheinungen des Auferstandenen berichten. Wie das um den Wahrheitsgehalt dieser Zeugnisse ist, das kann man wiederum nicht sagen. Also aus theologischer Perspektive mag man sagen, Jesus ist also der Auferstandene, der Menschen begegnet ist. Aus historischer Perspektive wird man nur sagen können, es gibt Menschen, die behauptet haben, dass Jesus ihnen begegnet ist, wie dem auch sei. Interessante Herangehensweise, weil man lange Zeit auch in der evangelischen Theologie so die Auffassung vertreten hat, Jesus ist gar nicht leibhaftig auferstanden, wie man das sich auch immer vorstellen kann, vielleicht in eine andere Dimension hinein, sondern Jesus ist nur so auferstanden, dass er weiter im Glauben und in der Verkündigung gelebt hat. Es gibt zumindest in der neueren Theologie von Wolfhard Pannenberg Grundzüge der Christologie, eine Herangehensweise, dass Pannenberg als einer der ersten, so wieder Ende der 60er Jahre des 20. Jahrhunderts, auf historische Weise an diese Berichte herangeht und fragt, wie es um den Wahrheitsgehalt bestellt ist und auch um die Zuverlässigkeit dieser Berichte und zu dem Ergebnis kommt, also Wolfhard Pannenberg hat auch wissenschaftstheoretisch im Hintergrund gearbeitet und zu dem Ergebnis kommt, dass auch die Berichte über die Auferstehung Jesu, also diese Vision, die man da hat, auch die Berichte vom leeren Grab, dass man die durchaus als historisch zuverlässige Quellen benutzen kann. Okay, spannende Fragen, also eine ganze Menge, was man über Jesus wissen kann. Ich hänge euch unten auch einen Link hin, wo ihr dieses Übersichtsblatt aus dem Religionsbuch Oberstufe, ich habe das ein bisschen modifiziert, so in diese 10 Punkte, abrufen könnt. Also das, was man eigentlich so als Schüler der Oberstufe auch an mehr oder weniger gesicherten Wissen über Jesus wissen kann. Und wenn man da eine Klausur schreiben muss, dann kann man nicht sagen, man kann über Jesus gar nichts wissen, weil das ist alles nur erdichtet und erfunden. Nein, es gibt schon vieles, was man auch über die historische Person Jesu aus historischer Forschung herausfinden kann. Und beim nächsten Mal machen wir dann weiter mit einer theologischen Herangehensweise, wer Jesus war, sein Werk, seine Person, wie man das auch in der Theologie sich erklärt. Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!